Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Beispiel zur exakten Differentialgleichung. Das Beispiel lautet 2x plus 3 plus in Klammern 2y minus 2 mal y Strich gleich 0. Und das ist also die Funktion m dann und das ist die Funktion n. Und als erstes muss ich wie immer die Exaktheit prüfen, also exakt. Dazu muss ich m nach y ableiten. Das ist 0. Und was ist n abgeleitet nach x? Ja, ist auch 0, also stimmt es. Ist also erfüllt. Und jetzt weiß ich, es gibt ein Potential Psi. Also es gibt Psi, sodass Psi abgeleitet nach x ist m und Psi abgeleitet nach y ist n. Und das benutze ich jetzt, um Psi durch Integration von m zu erhalten. Also Psi von xy ist dann gleich Integral Psi abgeleitet nach x dx plus einer Integrationskonstanten. Ich nenne sie jetzt lieber mal h. Wir haben sie vorher mal d genannt, aber das verwirrt vielleicht. Es ist nicht ein Differential so wie dx, sondern eine Funktion. Also die Funktion h von y. Und jetzt setze ich ein. Also das ist Integral 2x plus 3 dx plus h von y und das ist dann gleich, also der erste Summand integriert ergibt x Quadrat halbe mal 2 ist einfach x Quadrat plus 3x plus h von y. Und jetzt als drittes benutze ich das Psi abgeleitet nach y n ist. Also dazu muss ich wieder einerseits hier dieses Potential ableiten. Also Psi abgeleitet nach y ist, wenn ich das hier benutze, einfach h' von y. Denn die ersten Summanden hängen ja gar nicht von y ab. Und das ist gleich 2y minus 2, wie ich hier oben sehe. Das heißt, jetzt bekomme ich h von y durch Integration. Also h von y ist dann Integral h' von y dy. Und das ist gleich y Quadrat minus 2y. Plus noch einer Integrationskonstante nennen wir sie also c. Und jetzt als vierten Schritt muss ich jetzt nur noch in Psi einsetzen. Also erhalte ich Psi auf der Lösungskurve xy von x ist gleich, also konstant. Das war ja gerade das Besondere, dass die Lösungskurven die Äquipotentiallinien dieses Potentials Psi sind. Und das ist, wenn ich jetzt hier einsetze, x Quadrat plus 3x plus h von y, dann muss ich das hier nehmen, plus y Quadrat minus 2y. Plus wieder eine Konstante, die kann ich jetzt aber eigentlich weglassen. Die könnte ich jetzt einfach auf die andere Seite bringen. Also bin ich so fertig. X Quadrat plus 3x plus y Quadrat minus 2y gleich c, eine Konstante, ist eine parametrisierte Kurvenschar und das sind eben meine Lösungskurven.
Okay, gelöst. So. Wer jetzt bei den vorigen Folgen gut aufgepasst hat, der wird jetzt aber sagen, hey, warum haben wir das so kompliziert gemacht? Das ist doch viel einfacher. Das ist nämlich auch eine separierbare Differentialgleichung. Separierbar. Ich habe ja schon mal gesagt, separierbare Differentialgleichungen sind eigentlich ein Spezialfall von exakten Differentialgleichungen. Nur, dass man sie auch dann lösen kann, wenn der Definitionsbereich vielleicht so schräg ist, dass man kein Potential finden könnte. Aber wenn sie separierbar sind, dann kann man sie einfach nach einer anderen Methode lösen. Und das wollen wir jetzt hier nochmal machen und dann einfach unsere Lösung vergleichen. Dazu schreibe ich die Differentialgleichung nochmal ab. Also am besten formen wir sie gleich so um, dass auf der einen Seite nur x stehen und auf der anderen Seite nur y, also 2x plus 3 gleich minus 2y minus 2y'. Jetzt haben wir in den Folgen über separierbare Differentialgleichung gesehen, dass man das auch etwas anders schreiben kann, indem wir diese Darstellung nehmen, y' gleich dy nach dx und quasi mit dx dann durchmultiplizieren. Dann erhalten wir hier 2x plus 3 dx gleich, und jetzt nehme ich das Minus in die Klammer rein, minus 2y plus 2 dy, und das integriere ich jetzt auf beiden Seiten und erhalte also hier x Quadrat plus 3x gleich minus y Quadrat plus 2y plus einer konstanten c, der Integrationskonstanten. Und jetzt schauen wir uns das mal hier an. Also, das soll die gleiche Lösung sein wie dieses hier. Und tatsächlich, also wenn ich jetzt y und 2y auf die andere Seite nehme, dann bekomme ich genau diese Gleichung. Also haben wir es auf unterschiedliche Arten gelöst, diese Differentialgleichung. Und also man sieht, diese untere Art der separierbaren Differentialgleichung geht erheblich schneller. Wenn sie separierbar ist, dann ist es eigentlich eher empfehlenswert, diese Lösungsmethode zu wählen. Also war schneller. Okay, also dann bis zur nächsten Folge und da gucken wir uns dann noch ein drittes Beispiel an zur exakten Differentialgleichung. Tschüss!